schwarz und matt, der 2021er Sunlight T68 Adventure Edition mit Marco. Grüß dich, Marco. Hallo, Sven. Ja, heute großer Rundgang. Er ist schwarz. Hier vorne sieht man es so ganz dezent. Natürlich auf dem Schwarzen hat man in matt nochmal die Bezeichnung draufgeklebt. T68 Adventure Edition. Was heißt denn das? Adventure. Ja, ist jetzt eine Weiterführung von der Edition vom letzten Jahr. Ist ganz klar einfach sehr gut angekommen und wird aus dem Grund weitergeführt in einer etwas anderen Ausführung. Ja, Sunlight normalerweise rot und grau. Und hier hat man ganz auf die Farbe rot verzichtet. Überhaupt nicht. Ich glaube, man sieht sie gar nicht mehr, nur noch im Bremslicht ist rot drin. Ansonsten ist es grau und sehr sportlich. Genau, sehr sportlich, mit Rahmenfenstern, 16 Zoll Alufelgen, Markise-Fahrradträger, automatischer TV, Navi-Rückfahrkamera, alles drin, was man braucht. So, du bist Kfz-Mechatroniker, normalerweise bist du viel euphorischer, aber heute ist es ja kalt, deswegen haben einige Leute drunter geschrieben, der redet immer so langweilig, als ob er keine Lust hätte, Autos zu verkaufen. Das stimmt gar nicht. Nee, genau, stimmt gar nicht. Und außerdem filmen wir hier auch mal eine ganze Menge an einem Tag, da lässt die Euphorie auch irgendwann mal nach. Oh, was, das ist jetzt zweites Video. Das kriegen wir hin. Ja, ein gefragter Grundriss. Also Längsbetten und wir können gleich mal reingucken. Man hat hinten eine Schlafwiese, die sehr groß ist. Vorne hat man viel Platz, denn man hat kein Hubbett hier. Also ein optimales Fahrzeug für zwei plus, ja, sagen wir, eine kleine Person noch. Genau, ja, man kann vorne noch, auch noch umbauen, wenn man möchte. Oder man macht jetzt über den Fahrer-Beifahrersitz noch so ein Kinderbettchen. Das ist dann aber nur für Kleine, ne? Von 6 bis 7 höchstens noch. So, da hinten ist die Sonne im Sunlight. Die werden wahrscheinlich gebaut in Kirgisistan. In Neustadt im Kapronberg in Deutschland. In Deutschland? Genau. So, das heißt also, das, was viele nicht wissen, die denken nämlich, Sunlight kommt irgendwie aus Italien oder sowas oder aus irgendeinem Staat. Nein, die sind made in Germany. Genau, made in Germany. Es gab mal Sondermodelle, zum Beispiel vom Kastenwagen. Die wurden dann in Italien gefertigt, aber aktuell kommen alle aus Deutschland. So, Sunlight, da oben steht es drauf. Das ist das, was ich sagte. Also alles ist in Grau gehalten, sogar der Fahrradträger ist wahrscheinlich pulverbeschichtet hier. Genau, ist der ganz normale Thule halt eben dann in matt-schwarz. Thule Esse ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ja, ganz schick. Hier hinten kann man aufmachen. Da ist ein kleinerer Zugang zur Garage. Ich glaube, auf der anderen Seite ein bisschen größer. Genau, richtig. Hier ist der kleine. So, die andere Seite hat ein Riesenloch. Können wir gleich mal, wenn du mal kurz auf die andere Seite gehst, dass man mal sieht, 1,85, glaube ich, bist du groß oder noch genau. Größer. Nee, 1,85 stimmt. 1,85 und du kannst fast drin stehen. Hier habe ich ganz viele Fächer noch drin, die ich beladen kann. Ich komme mal kurz zu dir. Und hier sieht man auch, wie groß die Klappe hier ist. Die ist auch nahezu eben. Das heißt, auch das Einladen hier bereitet keine großen Probleme. Riesenkofferraum. Man darf zuladen, wie viel? 150? 150 Kilo, genau. Man hat eine Steckdose drin, ein Licht, ein Heizungsausströmer ist da. Also eigentlich auch alles, was man in der Grundausstattung zumindest mal braucht. Kann man sich auch noch einen Kleiderstange hinten reinhängen, falls man was trocknen will. Wie gesagt, Heizungsausströmer ist da. Siebdruckplatte als Boden, sehr belastbar. Dann hier die Verzurösen sind mit drin, die ich auch sehr schnell auch verstellen kann. Ist das Auto winterfest? Müsste man genau auf die Ausstattung schauen. Also winterfest nicht, aber die einzigste Option, die es gibt bei den Fahrzeugen, ist Abwassertank isoliert. Da kann man zumindest ein bisschen Wintercamping machen. Und wenn man halt eben dann doch mal irgendwo hinfährt, wo es kühler ist, kann man auch den Abwassertank auflassen und dann einfach was drunter stellen. Gasflaschen hintereinander ist ja nicht so geschickt, oder? Viele beschweren sich drüber, aber wenn die ja leer sind, ja, dann sind sie auch ein bisschen leichter. Das heißt, man macht ja erst die erste schwere Flasche rein, dann die zweite. Aber so ein Schlitten wäre schon schön, oder? Ja, natürlich, aber es kostet alles Geld, muss alles mit bezahlt werden. Hintereinander ist meistens dann konstruktiv bedingt. Irgendwo muss der Platz ja auch hin. Und ja, gut ist halt eben, man nimmt eine Stahl, eine Alu. Dann hat man es ein bisschen leichter. Ne? Macht die nach hinten die Aluflasche, die ist ein bisschen teurer, die Alu? Genau, die ist ein bisschen teurer oder sogar ein bisschen ist gut. Ich glaube, ist doppelt. Zehnfach. Aber okay, das schafft man ja auch nur einmal an und dann tauscht man.
Ja, eine schwarze Thule drauf, eine Omnistor. Allein die kostet schon, ich glaube, rund 1500 Euro montiert, oder? Ja, 1100 würde ich sagen, geht auch in der Länge jetzt hier. Langes Ding. So, gehen wir mal rein. Toilette habe ich schon gezeigt, eine Kassettentoilette von Tedford. Zieh die mal raus, bitte. Die hat keine Sog, oder? Nee, der hier hat jetzt noch keine Sog in der Serie. Ne? Man kann es nachrüsten. Natürlich. Was ist Sog? Erklär mal. Ja, okay, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, kenne ich mich nicht ganz damit aus, wäre jetzt eher ein anderer Techniker für zuständig. Vielleicht kannst du besser erklären. Also er saugt die Fäkalien in den Tank, hat noch eine Entlüftung, ne, entweder nach oben raus oder es gibt halt verschiedene, es gibt Bodenvarianten, Dachvarianten, Klappenvarianten. Genau, man braucht etwas weniger Chemie. Ist nicht so schlimm. Du bist auch Kfz-Mechatroniker und kein Toilettenanlagenmechaniker. So ist das. So, zeig mal, hier vorne haben wir einen Schuhschrank. Geh mal rein. Die Stufe, es gibt eine Stufe. Ist das schwer, hochzugehen? Nee. Leicht. Strom. So, Licht hat er auch. So, hier hat man direkt mal einen Schrank hier an der Seite. Wo ist der Marco hin? Ich muss immer die da ist er. Wasserhähne zumachen. Die liefen noch, die Wasserhähne. Ja, wir haben schon alle Fahrzeuge winterfest gemacht hier. Dann sind die Wasserhähne auf. Genau, hier haben wir nochmal Stauraum. Dann hier vorne ist noch einer, direkt hinter dir. Genau, hier ist aber auch nicht ganz so viel Platz. Ne? Ist da der ist Boiler? Der Frostlöscher, genau, dahinter ist die Heizung und der Boiler. So, dann sieht man direkt, ich habe ein graues Muster hier drin, also nicht dieses Braun, was man üblich kennt, also ein sehr modernes Design mit Schiefer- und Betonoptik. Das sehen wir gleich in der Küche. Großes Fenster, was viel Licht bietet, direkt am Eingang. Ja, das merkt man. Kunstleder mit Mikrofaser, sehr pflegeleicht, kann man sehr leicht abwischen. So, auch die Mikrofaser, die kann man sehr gut reinigen, ist aber sehr warm. Küche hat so eine, ich sag mal, so eine Schieferoptik hinten dran, ganz modern und dann ein Dreiflammen-Kochfeld. Genau, schön hinterleuchtet. Das haben die seit dem 20er Modellreihe dann auch hinten, hinten an der Wand noch im Bett auch nochmal dieses Designelement hinterleuchtet. Mach mal gerade hier auf, bitte, den Schrank. Jetzt mal anschauen, da ist Müll und Tiefe durch, oh ja, tief. Einmal hier und einmal unten, bis ganz hinten hin und dann drei Schubladen. Hier sind die Absperrhähne. Genau, hier die Schubladen, da ist das gewohnte Zubehör wieder drin. Nochmal etwas größer. So, sogar der Selbstanzug funktioniert. Schränke über dem Kochfeld. Darüber ist übrigens ein großer Lichteinlass. Und wenn du mal den Schrank drüber mal aufmachst. Da habe ich ganz viel Platz. Oben Servicemappen. Genau, Fernbedienung vom Fernseher. Fernseher ist dabei? Genau, hier beim XV ist immer der Fernseher und automatisch ist das schon dabei. So, noch mehr Schränke. Auch hier mal bitte öffnen. Was auch gut gelöst ist, ist der Doppelboden, auf dem ich gerade stehe. Den zeige ich gleich mal. Da ist immer schön warm. Das heißt, man hat den nochmal aufgedoppelt und da läuft die Luftheizung drunter. Hier ist eine Truma drin? Genau, hier ist ein Truma 6 verbaut. Nummer 6. Die macht warm und warmes Wasser. Da ist noch ein Staufach. Genau, hier haben wir noch ein Fach. Hier können wir noch einen optionalen Safe einbauen zum Beispiel. So flach? Genau, so flach. Gibt es im Zubehör. Was viele Zuschauer auch gesagt haben, dass du ganz oft genau sagst. Hatte ich schon ganz oft drüber. Ich hab's dann nochmal gelöscht. Ich würde sagen, das ist authentisch. Stimmt. Wenn du hier mal hochmachst, da ist das Fach drunter, gell, was wir eben gesehen haben. Und da komme ich dann nochmal dran. Genau. Ist dann auch noch der Auszug. Ne? Auszug für das Bett? Ja, genau. Weiß ich, baue dein Bett, kann das auflegen. Ah, okay. Das ist so eine Art Notbett, wenn ich jetzt noch ein Kind dabei habe. Genau, dann kann man hier quer noch ein Notbett bauen, ja. Oben Schrank. Ups. Ja, ist auch sehr kalt im Moment. Also wir haben gute 6 Grad. Ich zähle es mal gerade. Also Fenster haben wir 1, 2, ein drittes, aber das ist noch nicht alles. Hinten ist noch ein viertes. Über der Dusche
ist auch eins, ein fünftes Fenster drin. Hier ist noch eine Entlüftungsluke drin. Und hier eine Toilette. Mach mal auf, bitte, Marco. Da ist noch eins. Also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster eingebaut oben. Das ist schon viel. Und alle mit Fliegenschutz und Verdunklungsrolle, ja. So, Kühlschrank. Auch der ist ordentlich von Tedford, der große Tower. Genau, 167 Liter. Oben noch Gefrierfach. Und die Schaut-Elektro-Einheit kennt man auch aus den großen Profi-Installationen. Einfach und funktionell. Was kann man alles sehen? Genau, Spannung hier vom Aufbau und dann Wasser und Abwasser. Genau, immer Schaut-Elektrik verbaut hier mit Überspannungsschutz. Der hat jetzt auch Automatik, das ist dann auch der Start-Stopp- und Booster-Pflicht. Dann hat er auch immer schon den Ladebooster, der die Aufbaubatterien ausreichend lädt. So. Vielleicht zur Erklärung, es gibt tatsächlich Wohnmobile, die haben keinen Ladebooster, die laden während der Fahrt so gut wie gar nicht mehr oder nur schlecht oder ich glaube sogar gar nicht und mittlerweile wegen Euro 6 Detemp und so weiter, das heißt, und der hat einen Ladebooster dran. Genau, das ist alles von Schaut, der hat das schon drin. Ja, das ist das Thema mit den intelligenten Lichtmaschinen, die würden einfach, um Kraftstoff zu sparen, im Prinzip runterregeln und würden dann zu wenig Strom zur Verfügung stellen, um die Batterien zu laden. Und das muss man dann umgehen mit so einem Ladebooster. Ja, 9-Gang Automatik. Das ist, ja, glaube ich, jede Investition wert, wer sie je gefahren ist. Darf man hier mal hochfahren mit der Automatik bei euch? Ja, wir haben immer ein so ein Modell hier auch als ja, genau, wir sind eine Grenzmietstation. Und da haben wir auch mal einen mit Automatik zugelassen. So, die Küche, wenn du mal kurz reingehst in die Küche, nochmal dich reinstellst, dann sieht man nochmal die Proportionen, 1,85 Meter und viel Platz oben drüber. Ein sehr hohes Fahrzeug, man hat überhaupt keine Platzangst oder so, das ist nichts, oder? Richtig schön groß. Ja, hier mit dem bin ich auch schon oft unterwegs gewesen. Ist ja eigentlich der klassische 7,40 Meter Grundriss, Einzelbetten, L-Sitzgruppe. Ja, also das ist... Schon sehr, sehr gemütlich, wenn man hier abends sitzt. Also sehr, sehr schön. Ja. Leg dich mal ins Bett, Marco. Kurz noch Steckdosen. Bevor es sich ins Bett legt. 230 Volt. Hier haben wir zweimal USB. Ja. An der Küche 12 Volt. 230 Volt. Genau, lass mal auf. 12 Volt heißt, ich kann auch so Zickstecker reinstecken. Also die ich kaufen kann im Internet, wo ich dann USB-C und was weiß ich alles anschließen kann. Genau, unter dem Tisch haben wir auch noch 230 Volt. Ich guck mal. Ah ja, da. Sehr schön. So, jetzt zieht schon mal die Schuhe aus. Hat eben noch zu mir gesagt, ich mache alles, aber ich gehe nicht mehr ins Bett. Aber wir müssen das mal zeigen, weil die Leute wollen wissen, ob man bei 1,85 Meter schlafen kann. Ein Bett ist etwas länger, gell? Genau, ein Bett ist etwas länger, das ist hier auf der Seite. So, leg dich mal hin. Ja, geh ich mal hier hin, da kann ich gleich auf die Steckdosen gucken. So, hier haben wir Licht. Da ist schon viel Platz. Wenn du dich mal ganz mal hinlegst, nur von der Länge her. Hier ist noch Licht. Kannst dich komplett ausstrecken, hast aber noch Platz hinten. Ja, ich habe jetzt hier noch genug Platz. Normalerweise, also ich bin jetzt kein Rückenschläfer, ich würde jetzt hier irgendwie so seitlich liegen. Also jetzt kann man ja hier umbauen, komplett zu einer Liegefläche, alles. Auch die Mitte kann man zubauen, das können wir gleich mal zeigen. Da guckt man gerade hier drunter. Auch hier habe ich Beleuchtung drin. Autarkie ist hier eingebaut, der hat 230 Volt, hat er jetzt einen Wechselrichter drin? Nee, in der Serie hat so ein Fahrzeug das nicht. Ne? Der hat nur die eine 95 Amperestunden AGM unterm Beifahrersitz. Mhm. Da kann man halt noch eine zweite dazu machen oder wieder Lithium. Man könnte aber an die 12 Volt Steckdose, die vorne dran ist, auch so einen kleinen Wechselrichter dran machen, so 100 Watt oder so fürs Notebook, das würde gehen. Ja, natürlich, also da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. So, das heißt, eine Batterie ist jetzt dabei, eine Aufbaubatterie mit als AGM. 95 Amperestunden AGM, richtig, ja. Gut, wie lange hält das so im Winter? Hält das so ein, zwei Tage? Ja, ein, zwei Tage geht. Ne, hängt natürlich immer von der Temperatur und der Nutzung ab. So, und das heißt, also ansonsten Lithium einbauen oder halt zwei Batterien würde auch gehen. Ihr könnt das nachrüsten in der Werkstatt? Genau, ja. Also mein Tipp wäre immer zuerst Lithium
Und wenn es dann immer noch nicht reicht, noch Solar. Gut. Hier vorne kann man zuziehen. Mach mal zu, bitte. Bitte? Hier vorne das Polster, den Vorhang. Und da kann ich mich jetzt vereinzeln. Jetzt kommt das Besondere. Ich gehe mal kurz hier drauf. Hier sind übrigens, wenn sich einer beschwert, noch extra Folien drauf. Kann also nichts passieren. Wenn du bitte mal aufmachst und mal zubaust. Denn hier vorne ist ein Schlitten. Den kann man ausfahren. Da gibt es auch eine Leiter, gell, dazu. Genau. So, und jetzt habe ich eine ganz große Liegefläche, wo auch ein Kind noch in der Mitte schlafen könnte, problemlos. Genau. Oder quer, man könnte halt eben auch quer schlafen dann. Also quer drei Leute wäre gar kein Problem. Genau, ja. Breite vom Bett, sind es auch 2 Meter rund? Jetzt so ausgeklappt? Ja, wenn ich jetzt quer schlafe. Quer, also 2,10 Meter mal 1,90 ist dann die komplette Fläche. Also 1,90 Meter wäre quer. Das nee, ist aber immer 2,10. Noch 2,10 quer. Genau, ja. Weil die Länge von den Betten ist 2 Meter und 2,06 Meter. Okay. Auf jeden Fall ist es riesig. Also wenn ich jetzt mal ganz in die Ecke gehe, ich packe das mal gerade, habe ja einen riesen Weitwinkel drauf, dann kann man nur erahnen, wie groß die Fläche ist. Also das hier ist richtig groß. Und wenn ich jetzt mal runterkomme, ich komme mal runter zu dir, ich hoffe, ich überlebe es. Oh, ja, ja, genau. Wenn du mal kurz zurückbaust, wir bauen es gleich mal. Das ist immer abenteuerlich, wenn ich die Kamera halte. So, wenn du es jetzt nochmal zurückbaust, also hier ist der Schlitten. Einfach rausziehen, Polster rein, fertig. Genau. So, und jetzt habe ich dann hier die riesen Liegefläche, wo Marco eben lag, aber das hängt jetzt davon ab. Also die meisten werden es wahrscheinlich im nicht ausgebauten Zustand nutzen. Es sei denn, ich habe noch jemand dabei, weil der Einstieg doch viel leichter ist, oder? Ja, genau, das ist dann auch, wenn man mal nachts raus muss, praktikabler, wenn man einfach links rechts schläft. Okay, und das Zurückbauen ist auch sehr einfach. Unten drunter habe ich nochmal 2 Schränke, die ich befüllen kann. So, hier sind auch jeweils nochmal Stangen dabei. Ich kann aber jetzt nicht hier hoch machen, oder? Das geht nicht. Genau, das haben wir. So, und auf der Seite? Hier im Einstiegszement gibt es das noch nicht. So, auch hier habe ich dann richtig viel Tiefe. Aber ich habe auf jeden Fall einen Kleiderschrank, auf Wunsch sogar auf beiden Seiten. Hier ist dann nochmal ein Fach drunter. Genau, hier ist Staufach. Für Schuhe zum Beispiel optimal. Oder der Safe wieder mal. Das ist gleichzeitig die Sicherung, gell? Genau, das ist die Transportsicherung. So, wenn du mal reingehst gerade. Genau, ich hole sogar mal raus. Geht es nämlich noch ein Stück tiefer, gell? Genau. Weil es ja nur die Trittsicherung auch im Prinzip. So, jetzt stehst du ganz tief drin und hast noch irre viel Platz. Genau. Über dir. Und ich habe hier auch tatsächlich schon drin geduscht. Und es langt mit dem Wasser? Das langt. Ja, Wasser sowieso. Man hat ja auch 100 Liter wieder hier. 100 Liter. Auf dem Platz. So, hier zusammen. Ich kann mich drehen. Ich kann mich bücken. Also. Ich gehe mal kurz hier vorne hin, dann sieht man es ein bisschen besser. So, da ist er jetzt drin, der Marco. Komm mal raus, mach mal auf. Einfach ziehen. Die ist auch ordentlich verarbeitet, die Dusche. Genau. Alles super. Keine Probleme hier mit. Man kann hier natürlich nicht so schwere Glasteile hinbauen. Muss ja irgendwo mit dem Gewicht hinkommen. Ne? Gut, ihr habt die ja auch in der Vermietung, muss man sagen. Also ihr habt Zahnleit in der Vermietung. Mhm. Da geht man auch nicht hin und macht da jeden Kiki rein, weil man es sonst anschließend wahrscheinlich kaputt zurückkriegt. Ihr habt wenig Stress mit Zahnleit? Ja, wie gesagt, wir haben die immer ein Jahr in der Vermietung, manchmal zwei. Und den Autos sieht man das nicht an, dass die jetzt in einem Jahr 30.000 gefahren sind, ja, und jede Menge Leute da mit unterwegs waren. Das sieht man den echt nicht an. Toilette, last but not least. Die Tür kann ich ganz zumachen, habe ich ein Raumbad? Genau. Machen wir hier zu, dann ist man abgetrennt. Hier hat man auch wieder noch eine Steckdose. Hier einen Lichtschalter. Und Schrank. Ein Schrank. Ja, hier auch die Leiste, ne, wo man optional dann immer noch irgendwas reinhängen kann. Toilettenpapierhalter ist auch da. Und hier noch ein bisschen Platz unten drunter. Ja. Toilette ist auch immer hier so schwenkbar, ne, wo man ein bisschen wegmachen kann. Ich sehe es. Prima. Gut, hier vorne habe ich noch Handtuchhalter, habe noch einen Spiegel mit drin. Großen, überall nochmal
Haken zum Aufhängen, eine Toilette. Was geht da rein? Ungefähr an Volumen für zwei Personen? So zwei, drei Tage hält das? Ja, zwei, drei Tage auf jeden Fall. Ist halt eben auch wieder abhängig von der, also wie man es nutzt, ob man Platz ist. Die meisten nutzen es ja als, sag ich mal, Nottoilette, wenn sie am Platz sind. Oder nachts, ja. Genau. So, die Ausströmer, ich habe es eben schon erwähnt, der Boden hier ist nochmal aufgedoppelt. Im Sitzbereich habe ich jeweils Ausströmer, dass die warme Luft auch genau an der Stelle ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird, nämlich unten. Und hier ist nochmal ein großes Fach. Genau, hier ist noch ein großes Fach. Hier, das hier ist so ein Bauteil, da muss man ein bisschen aufpassen, das kann man schnell zerstören. Bisschen vorsichtig sein, ansonsten, man kann es auch nachrüsten. Ja, man kann auch eine Schublade draus machen. Ne? Es ist wahrscheinlich schon mal gut gegangen, wenn du es so erwähnst. Genau, ja. Wie gesagt, ist der Fernseher? Wir wollen ja auch mal erwähnen, was mal kaputt gehen kann. Das ist ja der Kunststoffstreifen kann mal abreißen. Genau. So, da ist das Fernseher. Genau. Ist ja heiß, von Karatek natürlich. Der Halter. So, Fernseher ist von Teleco. Hier oben ist der Halter von Karatek. Den kann ich auch nach hinten schwenken. Wenn ich jetzt hinten gucken will. Genau, können wir auch hinten gucken. Bisschen Fernseher gucken. Ist eigentlich ein toller Platz hier oben für den Fernseher. Immer aus dem Weg, ne? Man nicht im Eingang hängen. Ziehen wir dann mal die Folie. Cool. So, Putzlicht hat er auch hier oben. Das ist wahrscheinlich direkt am Eingang das Licht, oder? Wenn genau, anmachst. Also das Einstiegslicht, was man unten einschalten kann, ja. Also das hängt wahrscheinlich auch nicht an dem Hauptschalter dran. Schön! Der Tisch, kann man den verstellen eigentlich? Ja, ich gucke mal gerade, ob er los ist. Nee. Er war los. Noch ein bisschen neu. Aber kann man hier in alle Richtungen verschieben, dass man... Drehen aber nicht. Drehen nicht, ne. Er geht noch hydraulisch nach unten. Also für das Notbett. Man ja auch das Bett bauen kann, genau. Mach mal, nach unten. Ja, dann muss ich mal hier rum. Gucken, wo der Hebel ist dafür. Wo ist er versteckt? Ah ne, hier muss der Hebel noch montiert werden, also der ist noch nicht dran. Ist noch nicht dran, ist ja, ganz genau, neu. Da muss der Hebel dran gebaut werden, um es dann runter zu drücken. Ja. Nicht schlimm. Da kommen wir raus, machen die Abmoderation, das sind die Aufbautür. Zwei Haken mit drin, kein Fenster. Das ist auch das, was viele wollen. Die wollen gar kein Fenster an der Aufbautür. Habe ich irgendwann mal einen Hersteller gehabt, der war von, ach was war denn das? Niesmann Bischof, der neue da, dieser ganz neue Grundriss, 7,5 Tonnen und, nee, Quatsch, 3,5 Tonnen, Ice Move. Und der hat in dem Video gesagt, sie können überhaupt nicht verstehen, dass die alle ein Fenster haben wollen, der Aufbautür. Und hier ist jetzt mal keins drin. Genau, bei Sunlight ist keins drin. Bei Deadlifts wäre jetzt die Tür 70 breit und mit Fenster. Ja, das ist wieder Vorliebe, sage ich mal. Ne? Ob man da ein Fenster drin haben möchte. Oder so, du sagst die ganze Zeit, Sunlight und Deadlifts, die gehören irgendwie zusammen? Genau, ist alles dem Hümer-Konzern angeschlossen. So, 61.990, das ist jetzt schon der letzte Preis, den jemand kriegt? Ja, der hier wird jetzt, sage ich mal, leicht rabattiert sein. So um die 2% haben wir die rabattiert, wenn die im Hof stehen. Ja, der hat halt eben noch zusätzlich jetzt den 140 PS Motor mit Neuengang Automatik und Boosterfunktion und halt eben die Adventure-Ausstattung. Ja, die eben sehr schick ist. Ja, vielen Dank, Marco. Wir sind bei Trennfahrzeuge in Wittlich und ihr macht das Ganze jetzt schon wie lange mit Sunlight? Sunlight machen wir jetzt schon einige Jahre. Müsst ihr jetzt genau nachschauen. Wir haben nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum. Von 15? Ja, von der Firma, ja. Das ist ja für die Wohnmobilbranche schon relativ viel, oder? Ja, es gibt ja viele neue Händler. Genau, wir haben nicht nur Reisemobile gemacht in den 15 Jahren. Also das ist so seit 5 Jahren, sag ich mal. Tütensuppen auch, oder? Bitte? Auch Tütensuppen? Nee, EU-Wagen tatsächlich. EU-Wagen, ja, Import. Genau, und somit hat die Firma mal gestartet. Wie gesagt, jetzt 2021, 15-jähriges Jubiläum. So, ihr habt eine große Werkstatt, da stehen noch übrigens mehrere Sunlights drin. Die werden noch servitiert, haben wir uns ein eigenes Video gemacht, wie man einen Booster noch weiter ausbaut. Ja, vielen Dank, Marco, Trennfahrzeuge in Wittlich, der Adventure Edition T68 bei 6 Grad plus und einem Marco, der einem bereitsteht. Das heißt, du bist hier, Leute rufen dich schon mal an wegen den Videos und sagen, habe ich gesehen, will ich mal wissen, wie es aussieht.
Genau, ja. Rufen viele Leute an, kommen vorbei, weil sie gesehen haben, Auto steht im Hof. Ist ja jetzt auch teilweise so der Fall, dass bei manchen Händlern der Hof noch leer ist oder schon wieder leer ist. Ja, dann gehen schon einige Kunden natürlich Fahrzeuge suchen, damit sie auch mal echt mal reinschauen können. Ja. So, du hast von denen jetzt 210 Stück bekommen, nehme ich an. Von dem Adventure? Ja. Da haben wir einige von bekommen, aber da sind nicht mehr viele von übrig vielleicht. Ja, für das ganze nächste Jahr noch 2, 3, 4 so. Ja. Ansonsten beeilen. Beeilen, ja. Oder warten bis Mai, nee. Nee, am besten wäre jetzt, ne, wenn man nächstes Jahr fahren möchte mit der 16% Zuschlag, weil die, sage ich mal, ungefähr 1500, 1800, die kann man sich ja auch noch sparen. Ne? Also in dem Fall einfach 4 Fahrzeuge, die im Hof stehen, Angebot anfordern. Ja, vielen Dank, Marco. Tschüss.